Liebe Zuschauer, auch von mir hallo und herzlich willkommen zu Ihrer Drehscheibe. Ich bin jetzt aktuell in der Dresdner Friedrichstadt, denn hier wird eine neue Grundschule gebaut und dazu habe ich mich jetzt mit der Projektleiterin Katrin Sonntag von der Stesat getroffen. Hallo. Hallo. Frau Sonntag, vielleicht erzählen Sie uns zum Anfang, was genau entsteht denn hier? Man sieht ja jetzt schon tatsächlich ziemlich viel. Seit November letzten Jahres wird, glaube ich, gebaut. Was erwartet man hier? Wir bauen hier eine zweizügige Grundschule für ca. 200 Schüler. Wir haben ein denkmalgeschütztes Bestandsgebäude. Dieses werden wir zum größten Teil erhalten und sanieren. Das Bestandsgebäude wird über eine große, großzügige Eingangshalle verbunden mit einem Erweiterungsneubau, der dreigeschossig ist. Dieser wird im Erdgeschoss auch einen Mehrzweckraum, Speiseraum und einen Küchenbereich beinhalten. Und in den Freianlagen haben wir eine Einfeldsporthalle, die auch zum Teil für Vereinsmitglieder genutzt werden kann von Sportvereinen. Ja, man sieht, es ist schon wirklich viel gemacht worden. Inwieweit liegt man denn jetzt im Zeitplan? Nächstes Jahr sollen die Schüler einziehen zum Schuljahr 2018/2019. Inwieweit ist das realistisch und schaffbar? Wir liegen momentan noch im Zeitraum. Wir haben kleine Probleme mit dem Rohbau, den wir aber jetzt schon eingefangen haben wieder. Und wir hoffen, dass also der Rohbau Anfang September abgeschlossen sein wird und wir dann zügig mit dem Innenausbau beginnen können. Wir sind da sehr optimistisch. Ich habe also eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem Bauleiter, mit dem Planerkollektiv von Otto und Müller und auch vor allem mit dem Schulverwaltungsamt. Und wir hoffen, dass wir also die Schule 2018 übergeben können zum neuen Schuljahr und setzen noch alles daran, diesen Zeitplan einzuhalten. Jetzt gibt es noch eine Besonderheit hier bei der Schule. Sie haben sich das Thema Inklusion ganz groß auf die Agenda geschrieben. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Wir werden also inklusive Kinder bekommen für Blinde und Sehschwache. Wir haben uns dazu viel Input geholt in Chemnitz, an dem großen Zentrum für blinde und sehschwache Kinder. Und wir werden das hier hauptsächlich umsetzen über taktile Beschaffenheiten im Boden, in der Wand, mit Blindenleitsystem auch in den Freibereichen. Und wir werden die Schulgebäude sehr kontrastreich ausstatten, sodass also sehschwache Kinder die Möglichkeit haben, sich auch gut und selbstständig zu orientieren. Warum hat man sich jetzt dazu entschlossen? Gab es eine große Nachfrage hier in dem Gebiet? Es gab konkret eine Anfrage von einer Familie, die zwei blinde Kinder hat. Davon wird das erste Kind gleich mit Neugründung der Schule eingeschult und das andere folgt dann ein Jahr später. Und das war wohl Anlass für das Ministerium, diese Schule auszuwählen und dieses Thema hier umzusetzen. 2016 wurde hier der Grundstein gelegt und auch da gab es schon eine bunte Aktion. Was genau ist denn da hier passiert? Ja, wir haben also intern eine Grundsteinlegung durchgeführt und im Vorfeld das Thema, was an diesem Standort sehr präsent ist, das Judentum aufgenommen. Es haben in dem Zweiten Weltkrieg hier jüdische Schüler gelernt, die also ausgegrenzt wurden aus normalen Schulen. Und wir haben also zusammen mit dem Planerkollektiv getöpfert, Keramikplatten, und haben dort Grundwerte der Menschlichkeit aufgenommen, wie Dankbarkeit, Freude, Leben, Liebe, und haben diese in Keramikplatten eingefügt. Und diese Keramikplatten befinden sich jetzt in der Grundsteinschatulle. An dem Bauzaun befinden sich große Platten, wo wir diese Schlagworte nochmal aufgeschrieben haben. Gott sei Dank hängen noch alle Platten am Bauzaun. Wir hatten hier schon Übergriffe auch von Neonazis auf der Baustelle und auch im Vorfeld. Und wir wollen im Prinzip Wege aufzeigen aus der Gegenwart, aus der Vergangenheit, über die Gegenwart in die Zukunft. Und wollen das hier als Thema weiter aufleben lassen. Wir haben also auch engen Kontakt mit dem jüdischen Verein. Und es wird eine Gedenktafel am Ende aufgestellt für diese Kinder, die hier im Krieg so ausgegrenzt wurden. Okay. Dann danke ich Ihnen für die ganzen Informationen. Liebe Zuschauer, wir machen jetzt kurz eine Pause. Bleiben Sie dran, danach meldet sich mein Kollege Henry Nilasny wieder für Sie.
Liebe Zuschauer, willkommen zurück. Ich melde mich hier noch einmal von der 153. Grundschule in Friedrichstadt. Neben mir steht jetzt der erste Bürgermeister Detlef Sittel. Hallo. Schönen guten Morgen, hallo. Ja, auf was für einem Grundstück befinden wir uns denn hier? Es ist ja ein recht historisches Grundstück mit einer langen Geschichte, oder? Ja, es ist ein Grundstück, wo im Gesamtkomplex schon vor vielen Jahren, auch schon vor dem Krieg und danach, eine schulische Nutzung stattgefunden hat. Bis in die 50er Jahre rein war hier Schule. Zwischendurch hat dann die Staatsoper ein Gebäude hier auch genutzt. Konkret der vordere Teil hier war jetzt zuletzt.